Ja, Kevin, kennen du ja eigentlich übers Sauerkraut und über die Krautköpfe und das, was ihr alles produziert. Und ich habe gar nicht gewusst, dass du Motorsport auch machst. Und jetzt komme ich da zu euch in eurer Fabrik her. Und jetzt werden wir uns das einmal anschauen, was ihr alles produziert. Ja, freut mich, dass du da bist. Danke fürs Kommen. Dann zeige ich Ihnen mal alles, was wir haben. Ja, sehr interessant. Und da gehen wir jetzt einmal durch. Das ist Sauerkraut ganz traditionell roh, wie es vom Fass kommt, im Glas. Da haben wir es mit Gewürzen, Zwiebel, Wacholder, Kümmel und Lorbeer. Schon fast gebrauchsfertig für die Hausfrau. Dann haben wir da ein Rübenkraut, Kobersrübenkraut. Also Rübe, das ist so eine rote Rübe, innen weiß, außen rotbackig und Ende August wird die gesät und im Oktober geerntet. Hier haben wir das reine Rübenkraut im kleinen und im großen Glas. Da haben wir dann das Finchker Bauernsauerkraut mit Speckwürfel dabei. Das sind angeröstete Speckwürfel, klar weiß von uns im Finchker hier vom Speck. Immer mit dem Sauerkraut. Dann haben wir das Finchker Blaukraut. Das ist süß zum Wild dazu. Da haben wir das Finchker Blau Biokraut. Da wird von der Sozialgenossenschaft im Oberfinchgau, die bauen uns den Biokohl an. Dann haben wir verschiedene Geschenkspackungen. Wenn man ein kleines Präsent braucht, kann man verschieden aussuchen, was man rein haben will. Aber besser gesagt, in so Hofladen. Da kann man alles kaufen, was wir produzieren, verschiedene Geschenkspackungen. Wir produzieren hier nicht nur Sauerkraut, sondern auch verschiedenes fermentiertes Gemüse, eingelegtes Gemüse. Das zum Beispiel ist was ganz Neues, unser Kimchi auf Südtirolrart. Fermentiert, ganz gesund. Und dann haben wir hier die ganze süß-saure Abteilung von verschiedenen Säften, Holundersaft, Johannisbeersaft, Himbeersaft, dann kommen wir zum Eingelegten, unsere Zucchinis, das fermentierte Gemüse, Pink Cabbage und unser richtig gutes Produkt, das Finchker Bauerngemüse, ist ein Antipasto. Dann kommen wir zu den Marmeladen. In allen Variationen Himbeer, Erdbeer, Klarweiß, Finchkermarillen, Johannisbeer und die Wildpreiselbeer. Und unsere Essiggurken, die werden in Laas hier angebaut, Richtung Loretz, Alitz, werden so alle 1,5 Tage geerntet und im Glas eingelegt und pasteurisiert. Ja, Kevin, die Erzeugung habt ihr eigens da im Haus. Die tat ja ganz gern sehen. Darfst du uns das sagen? Kommt es mit, noch sage ich es. Also wir fahren mit dem Traktor direkt vom Feld bis in die Halle. Dann kommst du vom Traktorwagen auf die Bohrmaschine.
Auf der Bohrmaschine wird hier der Strunk ausgebohrt. Dann werden sie in die Schneidenmaschine reingelegt. In ein bisschen eine richtige Richtung, dass der Schnitt auch richtig wird. Das macht der Papa. Das macht der Papa. Da lassen wir sonst keinen zu. Es fällt dann aufs Förderband. Dann wird es zugleich gesalzen. Über die Förderbänder geht es noch rauf bis ins Krautsilo. Und im Krautsilo rein wird es dann schichtweise mit der Gabel verteilt und angestampft. Ganz traditionell wie früher. Ein Silo am Tag machen wir. Das sind umgerechnet in Kilo? Das sind 20.000 Kilo drin. Da sieht man jetzt, wie das Kraut ins Silo reingeht. Mit der Gabel wird es dann schichtweise auseinandern und angestampft. Da sieht man jetzt, wie der Zellsaft dann, es muss so lange gestampft werden, bis der Zellsaft aus dem Kohl rauskommt. Und mit der Vermischung mit dem Salz fängt es dann an zu fermentieren, weil die Luft wichtig ist, dass die Luft von unten rausgeht. Ja, und ihr setzt das jetzt alles auf euch an eigenen Grund und Boden an, und wie viel braucht ihr dann nachher, sage ich jetzt einmal, Felder, wie viel Hektar? Also wir haben einige unserer Felder, einige Bachgründe, und da haben wir auf 8,5 Hektar zwischen Laas und Brad am Stülzer Joch bauen wir dann alles an. Ja, die etwas andere Garagengeschichte, eine skurrile Garagengeschichte hier in Laas, das gefällt mir sehr gut. Und da sieht man, wie man zum Motorsport kommt, über die Krautköpfe. Ha, Kevin, ist das so? Ja, nicht ganz. Das ist eine Familientradition, wo wir jetzt in dritter Generation, wo wir schon Sauerkraut herstellen. Und wir sind in Südtirol bzw. in Oberitalien die Einzigen, die noch übergeblieben sind. Und es muss immer noch ein bisschen ein wirtschaftliches Geschäft auch sein. Ja, wir sind ein Familienbetrieb und das ist halt die ganze Familie und unsere Erntehelfer, und so kriegen wir das alles auf die Reihe. Ja, sensationell. Freut mich, dass ich das heute einmal live anschauen habe dürfen. Hatte gar nicht gewusst, dass es so geht. Und die Maschinen, die ihr da habt, sind das Einkonstruktionen oder habt ihr die kaufen können? Nein, das sind alles gekaufte Maschinen. Aus jeder Baureihe, von jedem Alter her, aber sie laufen alle und werden fleißig gewartet und funktionieren dann. Ja, wie man sieht, der Papa ist noch richtig fleißig. Der schaut drauf, dass die Köpfe richtig geschnitten werden. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt füllt er Salz nach. So, das sind jetzt unsere Krautsilos. Die startet unten mit der Nummer 1. Die Nummer 2 wird gerade gefüllt. Und das geht dann rauf auf dieser Seite bis zu der Nummer 15. Und auf der anderen Seite geht es dann runter bis zum 26er. Das ist jetzt unser Krautsilo. Die sind mit einem Epoxidharz beschichtet für Lebensmittel. Und wie viel produziert ihr da so im Jahr? Wir verarbeiten eine 600 Tonnen Weißkohl.